So, übrigens, die Frage mit Lina Kröger ist jetzt gestellt. Mit Strobel spielt Innenverteidigung. Wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, Mitch spielt Center und Kara Sambit spielt Kara Sambit. Innenverteidigung. Das Ah, ist drei, gerade. ja, die spielen fünf hinten, ja, okay. Ja, der MSC müsste hier weiter Druck machen. Ja. Kriegen den Pfiff, kriegen die Ecke. Oh. Nicht viel hat da gefehlt. Können wir uns nochmal Nee, ich glaube angucken. tatsächlich, Alster läuft auch Box. Aber wie du Macht. schon gesagt hast, der Schlag. Ja, Alster läuft Box, dementsprechend fiel ihm Bolle ganz viel Platz. Ach. Emily Kerner. Und es geht immer wieder gleich. Das sind jetzt die Spielzüge, die wir jetzt ein paar Mal so gesehen haben. Im ersten Viertel schon ein paar Mal. Jetzt gibt es die Ecke wegen des Stockschlags. Ja, Ich denke. Viktoria Huse schon mit zwei Toren in dieser Saison. Gegen UHC und gegen die Wespen. Letzte Saison 7 Tore. Die steht da auch schon. Und macht den rein. Dritter Saisontreffer für sie, das 1 zu 0. Ich weiß gar nicht, ob sie den richtig trifft. Ja, das ist halt diese Flitsche, die sie ganz gerne macht. Wo sie den Ball so rausrollt und Ja, doch. ja, der geht so zwischen Sally und Ja. Kara durch. Zu einem Verein, wo ich eine Chance habe, deutscher Meister zu werden. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch das Ziel dieses Jahr. Oh ja, starker Ball. Sehr gut gespielt. Feline Bolle jetzt mal rein und die Möglichkeit für. Ah, schade. Nach langer Zeit mal wieder ein Ja. Kreisantritt vom MSC. Oh ja, gut, Tara Dus, jetzt die Möglichkeit. Kriegst du das hin? Julia Böhringer kriegt den Freischlag. Hätte man vielleicht auch mit ein bisschen mehr Geschick und Glück anders ausspielen können. Gut. Ja, der Ball war Knappes Ding, ja. Können wir ja uns hier nochmal schön angucken. gemacht von Taradus. Einfach mal mutig, einfach mal in den Kreis gegangen. Ja, den kriegt sie von hinten Ja. an die Ferse. Besser schlenzen als Lina Kröger. Und das macht aber Julia Böhringer. Ja, hier ganz schön laufintensiv für die Stürmer. Ja. Oh, starker Ball. Richtig gut gespielt. Sehr, sehr gut gespielt. Und dann ist es die Ecke. Ja, simpel ist es. Und gut gehalten erstmal. Und dann noch nicht ganz rum die Chance. Jetzt. Vom Von Münchner Kar ja, Schläger hoch. genau, von Also Kara Schläger passt. hoch, richtige So, und Ecke. da haben wir die Ecke. Huse. Und der Nachschuss ist nicht drin. So, das war's. 4 Sekunden. Das kannst du sich eigentlich jetzt schenken. Das war's. Ja, schade aus Sicht der Münchner. Alster gewinnt also mit 1 zu 0 beim Münchner Sportclub.